Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute auch eine Frage und eine Geschichte, wo wir schon oft drauf angesprochen wurden, wo immer wieder mal ein Teilchen passiert. Gott sei Dank selten, weil das ist wirklich ein Schmerz im Arsch, wenn man dieses Phänomen oder Syndrom in seinem Teich hat. Sie kommt aus Holland von Ivar. Ivar schreibt halb Deutsch, halb Englisch. Hallo Konnichikoi. Mein Deutsch ist nicht sehr gut. Ich komme aus Holland. Ich verstehe Deutsch, aber gut und schreibe geht nicht. Haha. So I ask in English. My koi don't eat very well. They are hungry and when I come near to the pond, they ask for food. I give them food pellets, but they take it and spit it out again. Then they take some food again and again and spit it out again. I have tried 3 different brands of pellets, Malamix, Brobites and Hikari, but they still spit it out. This is now 5 weeks, so it is not the Wechsel from each. Bread they eat good. My water parameters are, und dann sagt er, die sind alle gut, Ammonium, Nitrit, Nitrat, und er hat gemessen mit JBL, Bakteriendruck ist auch gut, und kein Parasiten gefunden unter Mikroskop. Flächen und springen nicht, also Flächen heißt scheuern, nicht sitzen nicht am Boden vom Teich, vielen Dank und Grüße. Also für alle, die kein Englisch sprechen, ganz einfach, er hat das Problem und er hat es mit 3 verschiedenen Futtermitteln probiert, Malamix, Brobites und Hikari-Futter. Wenn er das Futter in den Teich wirft, dann kommen die Koi und sie fressen und sie spucken dann das Futter wieder aus. Sie spucken dann das Futter wieder aus und er hat es immer wieder probiert und hat, wie gesagt, 3 verschiedene Futtermittel ausprobiert und nichts ändert sich. Und auch das passiert uns immer wieder, dass wir plötzlich von Kunden Mails bekommen und dann heißt es, ich habe jetzt 2 Jahre erfolgreich Number One gefüttert und plötzlich die Koi nehmen es nicht mehr, sie spucken es wieder aus. Das passiert aber nicht nur beim Number One, das passiert beim Nihon, das passiert bei Wachstum und Farbe, das passiert bei nahezu jedem Futter, nur nicht bei den Zinkfuttern, da passiert es auch, aber da sehen es die Leute im Prinzip nicht, weil dann landet es irgendwann mal im Bodenablauf und von da aus im Filter. Woran das liegt, kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Das ist das gleiche Phänomen, wie dass manche Fische einfach an die Oberfläche kommen, Luft schnappen, es durch die Kiemen rausgehen lassen. Man sucht Parasiten, man sucht nach Kiemenveränderungen, man sucht nach allem Möglichen. Aber es gibt keine Erklärung dafür und es gibt vor allem keine Behandlung, das, wo ich einsetzen kann, dass dieses Phänomen einfach von jetzt auf gleich wieder verschwindet. Aber ich kann dich, lieber Ivar, trösten. Wenn du einfach lange genug abwartest, dann ist das Phänomen irgendwann mal weg. Das verschwindet einfach. Und wenn es jetzt meine Koi zu Hause betreffen würde, würde ich einfach hergehen und würde mal 10, 14 Tage gnadenlos nicht füttern. Die finden immer noch genügend Nahrung im Teich. Die fressen dann Algen und machen und tun. Dieses Nicht-Füttern auf einen langen Zeitraum hin oder langen Zeitraum 2 Wochen ist schon nicht ganz kurz. Das ist einfach wie ein Reset. Du kannst dann mal nach einer Woche probieren, ob sie dann schon nehmen, ob sie wieder fressen. Aber irgendwann ist der Hunger so groß, dass sie dann wieder Bock haben und auch die Nahrung wieder aufnehmen. Aber worauf dieses Phänomen zurückzuführen ist, ich würde es wirklich gerne wissen, aber mir konnte noch niemand, kein Gelehrter, kein Erfahrener, kein niemand irgendwo eine Antwort darauf geben. Aber wie gesagt, in der Regel verschwindet das in den Teichen wieder. Aber interessant ist, dass du auch schreibst, du hast 3 verschiedene Futtermittel ausprobiert und plötzlich ist das Phänomen aufgetreten. In den allermeisten Teichen zum Glück kommt dieses Phänomen nicht zum Tragen. Erscheint dieses Phänomen auch über Jahre nicht und es hat auch wirklich gar nichts mit dem Futtermittel zu tun. Das hat auch nichts mit dem Geschmack zu tun, weil Malamix, Brobites und Hikari schmeckt komplett verschieden, da bin ich mir ganz sicher. Das ist einfach, keine Ahnung, ob der eine Schimpanse vom anderen lernt und einer damit angefangen hat und die das dann voneinander kopieren. Aber würde auch im Prinzip keinen Sinn machen, weil am Ende müssen die Koi ja Hunger haben. Irgendeine Begründung wird es sicherlich geben, aber soweit ich weiß, soweit mir bekannt, gibt es noch keine wissenschaftliche Arbeit, die dieses Phänomen beschreibt und auch erklärt. Und 5 Wochen geht es jetzt schon bei dir. Das ist natürlich schon auch eine verdammt lange Zeit. Was ich natürlich beobachte, wie man das provozieren kann, aber dann geht es auch relativ schnell wieder weg und geht keine 5 Wochen. Wenn ich jetzt meinen Bestand richtig überfüttert habe, wenn ich sie mal richtig, richtig satt gemacht habe, die Koi, dann kann es schon mal sein, dass die das Futter ablehnen, dass sie es ausspucken wieder, aber keine 5 Wochen. Also das macht keinen Sinn. Aber man sieht, Biologie, die Lehre des Lebens oder die Wissenschaft des Lebens. Und das Leben ist einfach noch nicht so in dem Maße erforscht, dass man
jeden Wahnsinn und jedes Syndrom auch tatsächlich erklären kann. So, Iva, vielen Dank für deine Frage. Vielleicht auch interessant für viele. Ciao.